Hallöchen, meine Lieben, und willkommen zu diesem Dark Souls 3 Guide. Und dieses Mal geht es um Leonard, den Ringfinger. Und ich zeige euch, wie ihr seine Questline ganz einfach erledigen könnt. Bitte achtet darauf, den Ton anzulassen, da ich immer wieder Kommentare einstreue für relevante Informationen, zum Beispiel, wann ihr einen gewissen Schritt durchführen könnt und was die Voraussetzungen dafür sind. Also, legen wir los. Bitte bedenkt, dass Leonard nicht von Anfang an bei euch im Schrein ist. Ihr müsst erst einen gewissen Fortschritt haben, und zwar das zweite Leuchtfeuer auf der Hohen Mauer von Lothric muss entzündet werden, damit er bei euch im Schrein erscheint. Ich weiß nicht, ob es funktioniert, wenn ihr dieses Leuchtfeuer einfach skippt und zum Beispiel gleich zu Wort vom Nordwindtal geht und das Leuchtfeuer bei ihm entzündet. Das kann ich also nicht bestätigen, da kann ich nichts zu sagen. Am besten einfach das zweite Leuchtfeuer auf der Mauer entzünden und Leonard wird bei euch im Schrein erscheinen. Damit Leonard euch den Aufzugsschlüssel gibt, müsst ihr vorher eine bleiche Zunge im Inventar haben. Ich zeige euch jetzt, wie ihr diese findet und dafür nicht mal PvP machen müsst. I'm Leonard. Remember me? You're making quite an effort of it, so if you yearn for a proper red eye, then kill the duck. He has been a prisoner for many. I can see it in your. Found a proper red eye. Brilliant. I knew you were no ordinary man. Now, and if you grow weary of your duty, come on, give yourself to Rosario. Thank you.
She will be pleased with me for finding her another finger. But be warned, my Frasarius fingers need only fetch tongue, otherwise we are like Yellowfinger, but do not force you. Frasarius finger, otherwise you are free to, but do not force. Damit ihr die Questreihe ab diesem Punkt fortführen könnt, müsst ihr vorher in der gottlosen Hauptstadt das Leuchtfeuer entzündet haben. Vorher wird Leonard Rosaria nicht umbringen und ihr könnt die Questreihe entsprechend nicht weitermachen. Expected to see you here. Couldn't resist her any longer in all her festering glory. And now you want to ravage her soul as well. I sow the seeds, I'll prune the roots. I, Leonard, swear so upon my vows to the gods. No one will despoil her soul. Certainly no beast wrapped in human skin. Ihr habt jetzt die Auswahl, ob ihr aus Rosarias Seele einen Zauber macht oder ob ihr sie wiederbelebt. Das Wiederbeleben hat allerdings überhaupt keinen Effekt. Ihr könnt ihre ganzen Angebote auch so nutzen, deswegen würde ich euch empfehlen, einen Zauber daraus zu machen. Ich habe sie jetzt im Beispiel einfach mal wiederbelebt.
Das war's auch schon mit Leonard, dem Ringfinger und seiner Questline. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe mal, der Guide hat euch geholfen und gefallen. Falls ja, Däumchen nach oben nicht vergessen. Und ich wünsche euch viel Erfolg beim Nachspielen. Ich wünsche euch was. Bis denne und tschüss.